Bei diesem Spiel auf der Ehrentribüne, wie viel Prominenz wie immer bei Länderspielen der österreichischen Fußballnationalmannschaft. Genesungswünsche gibt es natürlich auch hier aus dem Ernst-Happel-Stadion für Hermann Mayer. Sie haben gesehen, da sind einige Transparente mitgebracht worden, die dem Hermann alles Gute wünschen, der sicherlich dieses Länderspiel sich jetzt anschauen wird. Die wünschen auch alles Gute, Hermann, und heute Daumen, dass die Österreicher heute gewinnen. Schiedsrichter, wie gesagt, ein Engländer, Graham Faber, bei dem man aufpassen muss. Die Engländer haben es so in sich, dass sie sehr genau unterscheiden zwischen körperlichen Einsatz und Unfairness. Es geht auch darum, dass man heute bei einigen Spielern aufpasst, nicht gelbe Karten zu bekommen. For you the black, for you the black, okay, for you the red, okay. The black, we stay like this. We stay like this, you have to pull. Österreich gegen Bosnien-Herzegowina wird Ihnen präsentiert von Chat2Web Telekom Austria. 90. Länderspiel für Österreich. Ein kleiner Jubilar heute im Spiel, darum wünsche ich ihm auch einen Treffer. Das ist Teamkapitän Andreas Herzog. 90. Länderspiel bereits für ihn. Also erst auf dem Weg, Österreichs Rekordnationalspieler zu werden. Vor allem dann, wenn sich die Mannschaft für die Weltmeisterschaftsendrunde qualifizieren kann, dann würde es in doppelter Hinsicht werden, nämlich Rekordnationalspieler und als erster Österreicher bei 3 Weltmeisterschaften mit dabei zu sein, bei 3 Endrunden. Es wäre ihm von Herzen zu wünschen. Außerdem munkelt man, dass er ja vielleicht im Winter, spätestens im nächsten Sommer ja, zurück nach Österreich kommt. Rapid hätte ihn ja gern schon im kommenden Winter. Österreich im traditionsreichen Dress, weiß-schwarz, von links nach rechts, die Bosnier ganz in Blau. Aber ich sag's noch einmal, man darf diese Mannschaft nicht unterschätzen. In ihren Reihen sind hervorragende Einzelfußballer. Konjic zum Beispiel, der jetzt am Ball war, spielt in England bei Coventry. Der zweite Abwehrspieler Ibic, der Kapitän, spielt bei Atletico Madrid. Und der dritte Veszlia in Belgien bei Genk. Dazu ist mit Biblica ein erfahrener, routinierter Tormann aus der deutschen Bundesliga von Energie Cottbus dabei. Foul an Vastic. Ikanovic, der einzige übrigens aus diesem Team, der in Bosnien spielt. Er spielt bei Celik Zenica. Der einzige Nicht-Legionär in der Anfangsformation der Mannschaft von Trainer Smajlovic.
der keine Chance mehr mit seiner Mannschaft hat in der Qualifikation. Das war ja mit dem Unentschieden gegen Israel vorbei. Aber der Ehrgeiz ist trotzdem da und groß, international Erfahrung zu sammeln und internationale Anerkennung auch als Fußballnation zu finden. Also jetzt schauen wir uns das einmal an, wie sich das Spiel heute entwickeln kann. Mit einer Sturmspitze mehr gegenüber dem Spanienspiel, denn Mario Haas ist sozusagen für Otto Baric heute die Geheimwaffe. Er soll der Mann sein, der die entscheidenden Tore vielleicht erzielen kann. Wilbert Prelasnik aus dem Mittelfeld mit Kübauer. Und Freistöße sind heute sehr wichtig, denn der Ball ist sicherlich heute für den Tormann sehr schwer zu berechnen. Und Schüsse aus größerer Distanz sind in jedem Fall anzubringen, das ist gar keine Frage. Denn auf dem glitschigen Terrain weiß man ganz genau, wie schwer es der Tormann hat, wenn da der Ball möglicherweise vor ihm noch ein, zweimal aufspringt. Also das hat Otto Baric seinen Spielern in jedem Fall gesagt. Er hat ihnen versucht, wieder maximale Motivation zu geben. Und ich bin gespannt, ob es gefruchtet hat. Denn irgendwann muss doch auch der Zaubertrick des Otto mit seiner Motivationskunst wieder einmal fußen. Aufpassen, technisch sind sie wirklich ganz gut und der Schiedsrichter hat genau geschaut. Also da bin ich beruhigt. Der Engländer unterscheidet ganz genau, wie man es von ihm gewohnt ist, zwischen Foul und einem normalen Zweikampf, so wie jetzt. Lusic. Ungenaues Abspiel. Šabić. Veselija. Gott sei Dank abgerissen, Gott sei Dank abgerissen. Also da muss schon gedeckt werden. Mujčin. 31-jährige, 27 Länderspiele bestritten von den insgesamt 43, die die Mannschaft von Bosnien und Herzegowina erst in ihrer noch jungen Länderspielgeschichte insgesamt bestritten hat. Das erste ja erst am 30. November 1995. Astic, Ibersberger, und der Ball war schon im Seitenhaut. So, Herzog, die Idee war gut, in Richtung Haas zu spielen, macht es noch einmal. Astic. Er hatte die tolle Chance gegen die Spanier, schade, dass dieser Ball nicht ins Tor ging. Das hätte vielleicht im Spiel doch einen etwas anderen Spielverlauf gegeben. Spät ist er ja dann wieder ins Tor gekommen. Pipica in ein Nationaltor, erzähle ich Ihnen später. Auch Otto Baric wird heute wahrscheinlich jetzt beim strömenden Regen, den es hier jetzt bei diesem Spiel gibt, mehr unter Dach bleiben als nach vorne gehen. Es waschelt so richtig, der Himmel hat seine Schleusen jetzt geöffnet. Wenn es so weiter regnet, dann wird es auch von den Bodenverhältnissen